Jo, hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr das seht. Hier die Lucifer News aus Braunschweig. Mein heutiges Thema ist: Braunschweig sagt Nein zum Stadionausbau. Ja, vielleicht für Leute, die hier nicht so ganz involviert sind. Unsere CDU, unser Bürgermeister mit Ex-MPD-Vergangenheit, hatte sich einen schönen Trick ausgedacht. Und zwar wollte er die Eintracht-Fans auf seine Seite ziehen und ja, mit einem Stadionausbau für VIP-Loungen, ja, und hat das als Wahlkampfthema gemacht, ja. Das heißt, er lässt sich diesen Wahlkampf von den Bürgern bezahlen. Ich habe da schon mal drauf hingewiesen, 120.000 Haushalte, 55 Cent sind 66.000 Euro, die die Bürger erstmal aufbringen müssen für die Wahlveranstaltung des Bürgermeisters. Ja, zusätzlich hat man dann noch Veranstaltungen gemacht. Ich zeige euch das mal hier. Von einer Initiative pro Stadionausbau hat alles schön geredet und hat von 7 Millionen geredet, die eigentlich nur gebraucht werden. Im Prinzip rechnet man mit 14 bis 19 Millionen. Ja, wie gesagt, ich habe ja meinen Beitrag auch gemacht. Viele meiner Leute, die ich kenne, haben mit Nein gestimmt. Ja, gegen 21 Uhr war das Wahlergebnis da und das zeige ich euch mal hier. Das hat die Braunschweiger Zeitung rausgebracht. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Die Schrift lautet: Braunschweig sagt Ja zum Stadionausbau. Ne? 198.503 Haushalte waren stimmberechtigt, 65.000 sind aber nur hingegangen. Das ist eine Wahlbeteiligung von 32,9%. Von diesen 32,9% haben 39.247 mit Ja gestimmt und 25.892 mit Nein. Ja. Ja, also ihr seht das Ergebnis. Wenn also die Wahlbeteiligung bei 32% liegt und die Briefwahl noch nicht mit einberechnet ist, lassen wir es mal 7,1% sein, dann wären es 40. Haben sich 60% der Bürger dagegen ausgesprochen. Also wenn hier die Braunschweiger jetzt behauptet, Braunschweig sagt ja zum Stadionausbau, ist das eine glatte Lüge. Es ist nicht, weil über 60% mit den Nein-Stimmen haben sich dagegen ausgesprochen, den Stadionbau als Wahlkampfmittel zu benutzen und haben sich auch gegen den Ausbau des Stadions gerichtet. Ne? Das heißt über 60%. Man hat mit dieser Medienschlappe, wo man Braunschweig und Ja und Hurra schreit in der Braunschweiger Zeitung, sich natürlich ein vollkommenes Eigentor geschossen, weil jeder, der ein bisschen Grips im Kopf hat, kann aufgrund der Zahlen das nachvollziehen. Ja? Dass also die Braunschweiger nicht mit Ja gesponnen haben, sondern mit Nein. Ja, ich würde mal sagen, liebe CDU und lieber Herr Hoffmann, da haben sie sich ein riesen Eigentor mitgeschossen. Weil im Prinzip, wenn sie jetzt diesen Stadionbau durchziehen, ja, machen sie genau das Gleiche, wie eben in Stuttgart 21 gemacht wird und wie weltweit auf der ganzen Welt gegen die Interessen der Bürger gehandelt wird. Also rein theoretisch können sie den Stadionausbau nicht machen. Ne? Weil über 60% der Bürger in Braunschweig haben sich dagegen ausgesprochen, ne? Und nicht dafür. Ja? Da hilft es auch nicht, wenn man diese 32,9% jetzt sagt, 39 haben übergesprochen, weil man muss das komplette Wahlergebnis sehen. Und wenn über 60% der Bevölkerung sagen, wir machen das nicht mit, wir boykottieren diese Wahl, ja, ist das also über 60%, die da sagen, nein, wir wollen das nicht. Das heißt, ein glattes Nein zum Stadionausbau. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie Sie reagieren, Herr Hoffmann und liebe CDU. Ob Sie es trotzdem gegen den Bürgerwillen durchsetzen, ja, um hier sich wieder ein Prunkstück zu setzen, oder ob Sie diese Befragung, ja, die uns ja schon eine Menge Geld gekostet hat, ernst nehmen und sagen, der Stadionausbau wird in dieser Weise nicht gemacht. Ja? Jetzt haben sie sich also wirklich ins Aus manövriert, muss ich mal dazu sagen. Und wie gesagt, ich bleibe weiter dran an diesem Thema. Ja, wir werden sehen, inwieweit das hier geht. Ich kann also wirklich nur sagen,
Wie gesagt, die Braunschweiger haben Nein gesagt und das sollte man akzeptieren. Werden sie wahrscheinlich nicht, weil es ist von vornherein vorgegeben, dass sie sich hier im Prunkstück mit ins Stadion setzen wollen. Das ist mir vollkommen klar. Und ja, was ich so gesehen habe von den Fraktionen, gab es auch nicht viel Gegenwehr. Ich habe da auch schon ja, so meinen Verdacht, warum, weshalb und wieso. Na, man hat ja das Spiel mitgemacht. Das heißt, man kriegt hier was vorgelegt und alle spielen mit. Ja, außer meine Wenigkeit natürlich, die ein bisschen kritisch auf die Sache guckt und das von allen Seiten beleuchtet. Das heißt also, der Großteil der Bürger, der Braunschweiger Bürger, hat sich dagegen ausgesprochen. Und wenn sie ja so pauken mit Stuttgart 21 und Bürgerbefragung, weil man hat uns ja bei anderen Sachen auch nicht gefragt, sei es beim Schlossbau oder sei es eben im Queremer Forst beim Abholzen des Eremitenwaldes, EU-geschützten Eremitenwaldes, auf Biegen und Brechen, ja, dann ja, sagt das schon alles. Ich kann eigentlich nur ja, warnende Worte sagen, dass man es nicht so ausufern lässt, dass es nicht hier irgendwann zu Krawallen kommt, wie es eben in Stuttgart oder in Ägypten eben der Fall ist. Ja, wir haben überall auf der Welt das gleiche Problem. Ja, ein Großteil der Bevölkerung hier in der sogenannten BRD, in der Deutschland GmbH, wollen die Regierung auch nicht und sie setzt sich über dem hinweg und missachtet auch die Leute, die die Wahl boykottieren. Das haben wir in anderen Ländern auch. Wie gesagt, Ägypten ist jetzt das Ganze zum Ausbruch gekommen. Na, das Strohfeuer kann ganz schnell entfacht werden und das zieht sich weltweit hin. Oder man akzeptiert die Ergebnisse, wie hier auch beim Stadionbau, und sagt, gut, ein Großteil der Bevölkerung hat sich dagegen ausgesprochen. 60% haben die Wahl boykottiert, weil sie eben nicht wollen, dass das Eintrachtstadion als Wahlkampfthema hinhalten muss. Oder eben, dass die Eintracht, unsere Eintracht, als Wahlkampfthema missbraucht wird. Ja, ich kann diese Entscheidung der Leute akzeptieren, die sagen, ich mache diesen Faxen nicht mit. Ja, ich bin hingegangen, habe mit Nein gestimmt. Die Großteil meiner Leute, die ich kenne, haben auch mit Nein gestimmt, weil sie es einfach nicht einsehen und hier einigermaßen klar denken können. Aber wie gesagt, hier zu schreiben, Braunschweig von der Braunschweiger Zeitung, die ja bekannt ist, in ihren vorauseilenden Gehorsam auf die Knie fällt, na, das kann man in der historischen Geschichte der Stadt Braunschweig schon nachlesen, na, Dritte Reich etc. Hier wieder genau das Gleiche. Man bejubelt das Ganze, obwohl es ja ein ganz klares Nein ja ist, ja, ein ganz klares Nein zum Stadionausbau. Ja, wie gesagt, so wird das in anderen Städten wahrscheinlich auch sein. Hier kann man es jetzt mal ganz klar zeigen. Und man darf gespannt sein, ob sie das Ding jetzt gegen den Willen der Bevölkerung durchziehen oder nicht. Ne? Ich schätze schon, weil sie machen das genau wie in Stuttgart und in anderen Städten genauso. Gegen den Bürgerwillen wird was durchgesetzt und ist Gewalt, notfalls mit Polizeigewalt und Justizgewalt. Dazu komme ich aber auch noch in anderen Themen. Ja, soweit zur Bürgerbefragung, Stadionausbau. Braunschweig sagt nein. So, ich wünsche allen Zuschauern einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt schön sauber, damit wir uns bald wiedersehen zu den Lucifer News. Tschüss!